7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So, wir sind mal wieder bei Psychonauts. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Jahreswechsel. Ich spiele jetzt einfach mal drauf los und ich werde das dann uncut so hochladen. Viel Spaß und wünscht mir viel Glück. Spielen. Spielen. Ah, ich glaube, da müssen wir rum. Ja. Hä? Oh, ich stelle mich mal wieder an. Hä? Hä? Ah. Da gibt's diese. Ah, jetzt. Jetzt habe ich es. Aha, ich hab's. Ja, ich bin jetzt gerade sehr begabt, was das angeht, aber naja. Wird schon werden. Das Beste ist, man muss immer warten, bis dieses blöde Teil dann hochkommt.
runterkommt. Wow. Kip hat's geschafft. Und vor allem dieser schöne, langsame Fahrstuhl. So. Halt. Trampel doch woanders das Grasblatt. So, wo muss ich hin? Nee, teil mich jetzt bloß nicht ab, Mann. Bin gerade schwer am Grooven. Dann groove mal. Wo müssen wir hin? Ich glaube, wir müssen dann über, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, weil es gibt keinen anderen Weg. Wenn man da wieder runterfällt, hahaha, das macht Spaß. Okay. Aha, toll. Super. Uiuiui, Halleluja, geschafft. So, und jetzt? Na, gehst du noch her? Millas Abenteuer. Na, was hat die gute Milla erlebt? Mhm. Oh, Disco. In diesem, wie heißt er nochmal? Sascha. Dann irgendein Experiment. Und da waren sie auf dem Halloween-Ball und dann irgendwie sind das Panzerknacker? Da sind sie mit einem Boot auf der Flucht. Und da wird irgendwie auch ein Gehirn zitiert. Und da geht auch irgendwie etwas schief. Das sind die Abenteuer. Ah ja. Interessant. Neue Psykraft erhalten. Ja, dankeschön. Den Spinnwebenentferner. So. Ja, aber wie kommt man jetzt da hoch? Kann man nochmal fliegen? Man kann doch irgendwie. Hä? Ach, ich muss irgendwie da hoch.
Lauf. Hä? Da gibt's da gar nichts mehr. Warum gehen da die Pfeile nach oben? Das muss doch irgendeine Bedeutung haben. Nee. Also, dass mir schwindelig wird, nicht. Festhalte. Nee. Okay. Na? Ah. Jetzt komme ich mal raus, oder was? Da will ich hin. Oh Mann. Aha. Na, wer sagt's denn? So, und jetzt? Aha. So, Moment. Nee, Quatsch. Ich will gerade gucken, ob ich überhaupt aufnehme. Ja. Sehen tut schon. Ah, so kann man gucken. So, da müssen wir rüber. Nein. Oder muss man da irgendwo hoch? Ne? Aber man kann auch zur Seite klettern. Ja, so, ein Rasputin hat noch Zeit. Gibt es da irgendwo einen Vorsprung oder sowas? Das ist alles gleich. Nee, das ist kein Zugang, das ist aufgemalt. Oh, sie hätten es auch noch ein bisschen schwerer machen können. Das ist irgendwie zu einfach. Ah, doch. Hä? Ja, toll. Ein schwebender Fernseher. Wie soll man jetzt dann überkommen? Ist das eigentlich sehr... Ah gut, wir sind ja ganz oben. Kann man noch weiter hoch? Nee. Da müssen wir fliegen können. Ging das mit dem Fliegen nochmal? Oder kam auf diesen Vorsprung da hoch?
Das da? Nee, das funktioniert bloß am Boden, ne? Ja, aber ich bin besser. Ah, Moment. Vielleicht auf das Ding da drauf und... Nee, man muss da ganz hoch, ne? Das bringt gar nichts. Shito. Ich sehe nichts. Aha, uiuiui. Oh, ist das fies gemacht. Alle, hopp. Dankeschön. Wiederaufnahmepunkt aktiviert, wenn man mal, ja, sich verspringt, dann, ja, danke. Vielen, vielen Dank. So, und wo muss ich jetzt hin? Stimmt auf so ein Ding da. Oder dahin? Ach, Rasputin, ne, tanzen. Da haben wir jetzt Wichtigeres zu tun. Ich muss auf jeden Fall da hoch. Hab ich gewusst. Bei mir klappt's nie beim ersten Mal. Außer mal fast nie. Wunderschön. Ja. Das Blöde ist halt, das Ding dreht sich halt auch, ne? Und das ist halt ziemlich üff. Aha. So, wo muss ich hin? Oh, auch noch Grafikbugs. Jawohl. Also geht's noch fieser? Also fieser geht's nimmer. Aber jetzt sind wir immerhin im Bilde, ne? Dass man nicht in die Richtung. Aber hä, wohin soll ich denn dann? Weil wenn ich da springe, springe ich doch wieder runter. Warte mal, das fährt da hin. Muss ich mich da dann ducken? Ne! So springe ich. Wie duckt man sich? Ne? Wie duckt man sich? Oder duckt man sich gar nicht? Ich muss ja definitiv dahin. Vielleicht muss ich dann einfach runterspringen. Oder hochspringen und wieder so. Ja, das ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oh, meine Fresse.
Danke, dass ich nicht gleich tot bin. Ach ja, voll doof gemacht. Ich will da hinüber bloß. Nee, ich will schon. Ich will schon da runter. Da werde ich nicht überspringen können, ne? Oder? Schaffe ich es vielleicht da? Aber auch wenn man an so Stellen dann so hängt, ne? Das ist richtig schön. Also das ist richtig, richtig schön. Ne, höher kommt man nicht. Man muss praktisch man muss praktisch auf das Teil drauf und dann hoch und dann wieder im richtigen Moment da landen und dann geht's. Och Mann, was für ein Scheiß. Wenn man es überhaupt auf das Ding drauf schafft, ne? Okay. Und. Geschafft. In diesem verrückten Club ganz nach oben kommen. Also den doofen Bobby zielig im Schweberennen schlagen. Also das geht jetzt bloß so. Okay. Hä? Wo muss ich hin? Okay, mal sehen, wie schnell du bist.
kleines Schätzchen. Bereit? Fertig? Ich bin bereit. Nein. Wenn ich die Dinge einsammle, werde ich schneller. Interessant. Hä? Hä? Was? Wo bin ich? Schande. Nein. Oh, bitte. Oh. Da steht da so komisches Gerümpel darum. Autsch. Yeah! Scheiße. ich muss ihn schlagen oder muss ich erster sein? Da ist er schon. An mir vorbei. Shit, wo bin ich? Uff. Nein. Ich schaff das. Ah, Scheiße. Arschloch. Oh nein! Dass ich aber ihn besiegen muss. Es reicht nicht, dass ich einfach nicht erster bin, nicht letzter bin. Gut, das ist Psychonauts, ne? Ja. Ich glaube, ich habe schon verloren. Ich muss ihn jetzt einfach einholen.
Mich haut's natürlich da gegen die Wand, das ist ja klar. Geschafft. Wie ein geölter Blitz. Ich bin stolz auf dich, Schätzchen. Bei dem Tempo hast du meine Partie nur erreicht, oder? Ja, ich bin auch stolz auf mich. Okay, wenn du nach oben willst, wo die Musik spielt, dann musst du in diesem Raum verdammt viel schweben. Ach, du drücke Shift und L, um in der Luft. So. Im Blasenschacht nach oben schweben, um den großen. Mhm. Wie kann man schweben? Oh, das ist jetzt irgendwie. Ja. So? Nee. Hä? Was? Shift-L gedrückt. Na gut, ich habe einen Kofferanhänger. Oh, oh. Oh, ich drücke immer die falsche Taste, ne? Hä? Wait, was war jetzt das? Sammle ich im Moment genug ein. Aber ich habe das irgendwie mit der Steuerung nicht ganz raus anscheinend. Ich muss da hoch. Mich da neu.
Mann, ich weiß nicht im Moment, was ich machen soll. Hallo, ich will da, will doch bloß da wieder. Warum kann ich jetzt da nicht mehr hoch? Oh, was ist denn? Nee! Man kann mit dem Ding irgendwie nicht einmal stehen bleiben, ne? Da wäre ich jetzt gern hoch. Ey, da wird's einem ja voll schwindelig. Warum schießt man immer am Ziel vorbei? In dem Spiel schießt man... In dem Spiel schießt man meistens am Ziel vorbei. Nein, ich will mich nicht teleportieren und irgendein Spiel nochmal machen. Ich will da hin. Und ich schaff's nicht. Halt mal runter. Gucke. So. Da will ich hin. So, Anlauf. Richtung. Ich will da. In manchen Zonen kriegst du beim Schwebeln etwas mehr Mut als gewöhnlich. Lass dich vom Aufwind nach oben tragen. Jo. Ging das noch einmal? Irgendwo muss doch die Steuerung sein. Optionen. Steuerung, okay. Sehkraft. Irgendwo muss doch Ziel erfassen und schweben. Ja, aber das habe ich doch gedrückt. Kapier's nicht. Aha.
Aha. So läuft das. Wir sind bei Psychonauts, ne? Und bei Tetris oder so. Und wenn man daneben springt, dann musst du eben wieder anfangen. Wo waren wir jetzt? Schauen wir mal Satan über. Boah, ey. Ach du Scheiße. Das ist für alle, die nichts Besseres zu tun haben. Do zum Beispiel, warum rutscht man jetzt da einfach runter? Das ist total unnötig. Das ist... Blub, blub, blub. Ich denke, jetzt muss ich da hoch, ne? Und ein bisschen abrutsche und schon ist man runter. Es ist... Es ist ein wunderschönes Spiel. Hoch. Bin ich da? Komme ich da drauf? Warum kann ich den Patients wieder da zurück? So, ich mache gerade gar nichts, er bewegt sich von selber. Cool, ne? Ja, das verdirbt irgendwie die Laune an so einem Spiel, wenn man irgendwie nicht weiterkommt, weil die Steuerung blöd ist und weil es unübersichtlich ist. Jetzt weiß ich ja, warum das Psychonauts heißt. Da krieg ich schon psychische Schaden bei dem Spiel.
Zum Erklären, diesen Ballon, ja, der ist nur dann so lang ein Ballon, solange man die Taste drückt. In dem Moment, wo man sie loslässt, platzt er und er lässt sich nicht mehr reaktivieren. Das heißt, man fängt dann auch wieder von vorne an. Schaut mal diese vielen Kanäle und Bubbles da, man weiß ja gar nicht, wo soll man dort eigentlich hin? Ist das ein Labyrinth? Man muss wahrscheinlich, also ich habe jetzt, normalerweise müsste ich jetzt da wieder zurück, damit ich auf die Plattform und auf die springen kann. Nehme ich mal an, aber ich komme nicht mehr zurück. Das Ding denkt irgendwie nicht dran, mich irgendwie wieder zurückzubringen. So, gesagt, getan. So, jetzt. Ich muss anscheinend da. Hä? Nee. Ich kapier's nicht. Ich kapier dieses Spiel nicht. Ich kapier dieses Spiel nicht. Nee, das war schon der richtige Weg. Sich hoch. Ah, kannst du mal wenigstens mal gucken, kann sich hochtreiben lasse, da wahrscheinlich hin und dann geht da ein Tunnel. Oder? Oh mein Gott! Ja, und schon wieder verpasst. Es gibt anscheinend kein einziges Spiel, das irgendwie cool ist und trotzdem aber irgendwie zu schaffen ist. Ohne dass man irgendwie an was hängt. Das regt mich auf. Das hätte ja auch mit dem Rennen jetzt einfach fertig sein können, aber mit dem Bereich, aber nö. Es ist, nee. Und ich finde das schade, weil man kommt sonst nicht weiter dann. Ich komme ja jetzt in das Camp erst dann zurück, wenn das Level hier abgeschlossen ist. Vorher kommst du da nicht raus. Das geht eben. Ist unmöglich. Kann man eigentlich speichern, ja. Ja, ne. Und das ist das, was ich so doof finde. Ist jetzt keine Fliege und schaff's aber auf die Plattform gar nicht. Und es ist doch dann mit der Zeit langweilig, wenn es irgendwie nicht weitergeht. Ich meine, ich bin ja schon weitergekommen, aber das ist dann so, da rutscht man einmal ab, weil einfach die Steuerung total blöd ist. Und dann fängt man wieder von vorne an und weiß gar nicht, wie man da wieder hinkommen soll. Spaß. Also mir macht es echt keinen Spaß. Das ist echt doof. Und um zu dem Teleportpunkt zu kommen, muss ich mich jetzt wieder halber abbrechen, damit ich dann rüberkomme auf diese andere Plattform wieder.
Da gibt es ja keinen normalen Zugang. Ich schätze mal, dass man den Weg gehen muss. Gut, die Sache kann ich nochmal probieren. Nee, hör auf zu rollen, ich will gucken. Man kann über das Ding da irgendwie. Kann man da einfach rüberlaufen? Ja, ja, okay. So. Und jetzt? Muss ich jetzt da rüber? Ja. Ah, jetzt geht's. E. Zack. Ah. Da noch? Ja, es gibt nichts anderes. Okay. Nein, nicht schon wieder. Durch die Reifen schweben und die Tür zum Partyraum zu öffnen. Oh Mann. Nicht dumm mal speichern. Also, man fängt am besten von da oben an. Oder? Tasche. So. Also da kommen wir definitiv nicht durch, wenn wir durch diese Ringe durchgeschwebt sind. Jo. Ah, da drüben ist was. Ich mache nochmal speichern. Ich speichere jetzt, ja. Ist was. Boah, ach du Schande. Oh meine Güte, okay. Nee, oder? Aha. Ich will auch dieses Teil da. Aggressive Kapazität erhöht. Du kannst jetzt mehr Psi-Schlagschüsse speichern. Ja, geil.
Also der dreht sich schon. Ach, die Reihenfolge ist vielleicht gar nicht wichtig, oder? Oh, ist das unübersichtlich. Aha, okay. Ja, ich will doch durch die Ringe. Ja? Aber wie komme ich runter? Ja? Aha. Cool. Na. da hätte sie auch so einen Punkt setzen können, wenigstens. Nein. Halt, nochmal. So. Jetzt. Zack. 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 Ha. Also man muss praktisch, oder kann man auch das beim Runterspringen machen? Ach du Kacke, meine Fresse. Wie soll man das machen? So, ich schätze, die Tür geht auf. Ja. Das habe ich mir. Das habe ich mir gedacht, dass ich da jetzt von allein wieder hoch muss. Im Ventilator. Ich speichere jetzt. Ja, Milas Tanzparty. Zack und weiter. So, ich muss ja dann über. Hallo Mila. Hä? Machen die jetzt da draus auch noch ein Rätsel? Ist das jetzt euer Ernst? Das gibt's nicht. Die machen da draußen auch noch ein Rätsel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiß Dreck, du.
Also das führt gar nicht hinüber. Oh Gott! Hä? Wo muss ich hin? Von da komme ich doch, ne? Ich muss dann über. Nirgendwo hinfliege. Wo soll ich hin? Oder muss ich doch wieder dahin? Da bin ich doch hergekommen. Ja, da bin ich hergekommen. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich lande immer da. Da ist ein irgendwas, aber dann müsste man ja theoretisch da hinkommen. Warte mal, da ist so ein Sprungding. Ne, das ist das gleiche, ne? Ah! Da hätte ich hinkommen können, theoretisch. Kann halt nicht hochfliegen, ne? Oh Gott, das nervt. Das nervt. Das Spiel nervt furchtbar. Oh Gott. Immer wieder da und mir wird nicht erklärt, warum. Ich komme nicht weiter. Da oben sind ja Druckbilder, das heißt, man muss ja theoretisch da hinkommen. Kann ich dann überschweben? Ich probiere es jetzt mal. Der geht einfach nur noch. Der in dem Moment. Es ist echt. Also.
Jo. Juhu. Nee, das ist das Teil, wo ich doch dann darüber geschleudert bin. In dem Moment, wo er den Ding... Oh Mann! Mila, deine Tanzparty ist richtig kacke. Theoretisch doch hinkommen, aber wie? Mach doch den Scheiß! Scheint nämlich der Schluss zu sein, aber wie? Was ist das ein Dreck? Ist doch das Scheißdreck! Aha. Wow, Mann, die Türsteher nerven. Das gibt's nicht. Ich glaube jetzt das nicht. Jawohl. Der rollende Rockstar. Ich glaub's nicht. Wir haben's geschafft. Oh. Ja, also, zum Gehirnmixer in Saschas Labor zurückkehren. Okay, Leute, ich mache hier mal einen Cut.
speichern. So. So, ich sag bloß eins, ich glaube, die Spiele werden nicht einfacher. Aber ich beende es hier jetzt. Oh, er wippt. ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen und tschüss.